Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder. Ja, ich habe ziemlich lange kein Video hochgeladen. Das tut mir natürlich auch ziemlich leid. Allerdings lag das zum Beispiel daran, dass ich 2 Wochen in der Karibik verbringen durfte. Und da habe ich nicht nur meine leichte Bräune und diese ganzen Armbänder mitgebracht, sondern auch ganz viel Sommerfeeling. Und ich würde am liebsten den ganzen Tag in kurzen Hosen und Kleidern rumlaufen. Leider ist das Wetter in Deutschland ja noch nicht ganz so weit, aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Die Sonne scheint zumindest gerade ganz toll. Heute möchte ich euch dann den passenden Look dazu zeigen, und zwar das leichte sommerliche Make-up und meine Haare. Denn in der Karibik waren wir natürlich ziemlich viel im Meer, irgendwie selbstverständlich. Und das Salzwasser und dann die Sonne und das Lufttrocknen, das macht bei mir einfach echt einen schönen Beachlook, wie ich finde. Zu Hause ist das natürlich ein bisschen schwieriger umzusetzen. Aber ich habe heute einen kleinen Trick für euch oder ein Produkt, was mir dabei hilft, diesen karibischen Sommerlook ein bisschen auch mit nach Deutschland zu holen. Und bevor das Video losgeht, möchte ich mich noch bei Aussie für die Unterstützung für dieses Video bedanken und bei meiner Freundin Franzi, die mir beim Filmen geholfen hat. Die hat nämlich auch einen YouTube-Kanal, den kann ich euch mal in der Infobox verlinken. Schaut da unbedingt mal vorbei und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. So, und los geht es mit meinem Fit Me Concealer von Maybelline. Den verwende ich in der Farbe 15 und trage den sehr großzügig auf. Dafür verwende ich dann aber keine Foundation, damit das Make-up eben auch für sommerlichere, wärmere Tage gut geeignet ist. Ich trage den Concealer dann erst einmal mit der 142 von Zur Eva auf und verblende das Ganze dann mit einem etwas größeren Wasserpinsel. Das ist die Nummer 110 von Zur Eva. Und nehme mir dafür auch wirklich eine Menge Zeit, damit das ganz ordentlich eingearbeitet ist. Weiter geht es dann mit meinem Augenbrauenstift von Catrice, der Eyebrow Stylist. Damit ziehe ich meine Augenbrauen dann erst einmal nach. Das sieht dann sehr kantig und hart aus, aber mit der integrierten Bürste mache ich das Ganze dann noch weicher und es sieht dann auch schon direkt viel besser aus. Im nächsten Schritt verwende ich mein Puder von MAC, und zwar das Mineralize Skin Finish in der Farbe Medium Plus, und trage das mit meinem Puderpinsel von Zur Eva auf. Als nächstes bronze ich mein Gesicht, das soll ja ein Sommerlook sein, und dafür verwende ich meinen Lieblingsbronzer von Bourjois und trage den mit einem Bufferpinsel von Zur Eva auf. Als nächstes verwende ich meinen Lieblingsrouge, und zwar ist das Le Prisme von Givenchy. Der war unheimlich teuer, aber ich finde ihn ganz toll. Es ist ein schöner, rosaner, heller, frühlingshafter, sommerlicher Ton, und den trage ich mit dem Rougepinsel, die 127 von Zur Eva, auf und mache mir so ein bisschen Frische ins Gesicht. Beim nächsten Produkt handelt es sich um den Soft & Gentle Highlighter von MAC. Den habe ich jetzt schon über 2 Jahre und der wird mir noch einige Jahre sicherlich erhalten bleiben. Da verwende ich auch ganz normal den Highlighter-Pinsel von Zur Eva und mache mir da so ein bisschen sommerlichen Glow auf die Wangen. Und beim Augen-Make-up kommt natürlich meine geliebte Naked-Palette zum Einsatz. Viele andere Lidschatten habe ich auch überhaupt nicht. Und da trage ich zuerst mit der 227 mit einem fluffigen Pinsel von Zur Eva die Farbe Naked in der Lidfalte auf und verblende das gut. Und in einem nächsten Schritt gehe ich mit einem etwas spitzer zulaufenden Pinsel die Farbe Buck und gebe die dann ebenfalls nochmal in die Lidfalte. Und
Und zum Schluss verwende ich den Blenderpinsel von Ebelin und verblende das Ganze noch ganz ordentlich, damit ich keine harten Kanten im Augen-Make-up habe. Dann biege ich noch meine Wimpern. Dafür verwende ich derzeit eine Wimpernzange von Ebelin. Habe aber das Gefühl, dass ich mir vielleicht mal eine neue zulegen sollte. Aber die tut erst einmal auch. Und dann trage ich meine Lieblingsmascara, die Day Real Mascara von Benefit, auf. Ich liebe die wirklich sehr. Ich habe sie gerade noch neu, deswegen ist sie noch ziemlich, ziemlich feucht. Aber über die geht trotzdem nichts. Auf den Lippen verwende ich meine derzeitige Lieblingsfarbe, und zwar ist es Forever You von der neuen Kosmetiklinie von Douglas. Eine ganz, ganz schöne Farbe. Und darüber gebe ich noch meinen Lieblingslipgloss von MAC in der Farbe Richer Lusher. Damit habe ich dann noch so einen Glanz. Und dann ist mein Make-up auch schon fertig. Währenddessen habe ich meine Haare lufttrocknen lassen und so sieht das Ganze dann aus. Leider noch nicht ganz so cool wie am Strand. Und da kommt auch schon direkt das Produkt zum Einsatz, um das es heute eigentlich gehen soll. Hier kämme ich nochmal eben meine Haare, damit einfach keine Knoten mehr drin sind. Und verwende anschließend das Miracle Beach Wave Spray von Aussie. Und das sprühe ich dann in das trocken, ein bisschen noch feuchte Haar und knete das dann ganz ordentlich ein. Hier war ich dann zufrieden mit dem Ergebnis. Allerdings war in meiner Ponypartie nicht genug Wellen. Und deswegen habe ich mich kurzerhand dazu entschlossen, einen Zopf zu flechten, weil ich das auch ganz passend finde zu diesem Beach-Style. Einfach am Anfang einen französischen Zopf und ab dem Ohr dann runterflechten. Die Strähne habe ich am Hinterkopf unter dem Decker festgemacht und damit war die Frisur auch schon fertig. Um den ganzen Look abzurunden, habe ich noch meine Lieblingsohrringe reingemacht und die ganze Frisur dann mit dem Miracle Haarspray von Aussie ja fixiert. Somit halten die Locken auch noch ein bisschen länger. Und ich habe dann meine Haare noch so ein bisschen antupiert, damit ich einfach noch mehr Volumen in den Haaren habe und finde einfach den Look somit rundum gelungen. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, dass euch der Look gefallen hat und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao! Thank you.